Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am letzten Sonntag im Kirchenjahr, zum Ewigkeitssonntag. Wir feiern Gottesdienst, Gott lädt uns ein. Und Sie haben sich auf den Weg gemacht oder zu Hause wieder eingeschaltet. Herzlich willkommen, dass wir Gottes Wort hören. Mit dem Singen ist es nach wie vor schwierig. Wenn wir eine Maske vor der Nase haben, dann wird es möglich sein. Mit dem Beten ist es umso einfacher. Wir hören Gottes Wort, wir antworten mit unserem Gebet, unseren Sorgen, unseren Nöten, unseren Freuden, unseren schönen Dingen, die uns begleiten. Am letzten Sonntag denken wir auch an die, die im zu Ende gehenden Kirchenjahr von uns gegangen sind, und werden nachher sie noch einmal besonders in den Blick rücken. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So begleite uns nun ein erstes Lied. Wir warten dein, o Gottes Sohn. So beten wir mit Worten aus den Psalmen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Herr Gott des Lebens, diese Welt wird vergehen und wir mit ihr. Unser Leben ist Christus. Erhalte uns in dieser Zuversicht, bis er kommt und wir das himmlische Fest des Lebens feiern. Mit ihm, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und gepriesen wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Das heilige Evangelium für den heutigen Ewigkeitssonntag steht geschrieben bei Matthäus im 25. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Lob sei dir, Christus! So lasst uns in der Gemeinschaft mit der ganzen Christenheit unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, die Sonntage am Ende des Kirchenjahres rücken die sogenannten letzten Dinge besonders in den Blick. Sterben, Tod, jüngstes Gericht, Umkehr und Buße und ja auch die Ewigkeit. Und in den Liedern haben wir schon ein wenig diese Spannung auch mithören können. Das Warten auf Jesus, die Vorfreude auf dieses große Fest und das damit verbundene Nichtwissen, wann es denn soweit sein würde. Und auch das grundsätzliche Vertrauen auf Gott, der zu allen Gelegenheiten Wege findet, da unsere Füße gehen können. Es ist eine Spannung von verschiedenen Gefühlen, die heute noch einmal ordentlich gemischt wird. Gefühle von Vorfreude, aber auch von Trauer. Bei Liedern werden für manche diese Emotionen noch einmal besonders stark gemischt. Uns mögen nur noch ein paar Worte aus dem letzten Buch der Bibel begleiten. Hören wir aus der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Soweit die Worte der Bibel. Worte aus dem Buch der Offenbarung des Johannes. Dieses kryptische und zugleich spannende Buch der Bibel, wo ein bisschen der Blick in die Zukunft an das Ende der Zeiten gewendet wird. Leicht ist man in der Versuchung, die verschiedenen angedrohten Horrorszenarien mit realen Geschichten unseres Alltags zu verbinden. Versuchen wir es lieber nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, gerade diese Worte, die wir eben gehört haben, gehören mit zu meinen liebsten Worten. Worte über die Ewigkeit, über einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es kann fatalistisch klingen. Es hat doch eh alles keinen Sinn, denn wo wir uns hier auch immer Mühe geben werden und etwas Gutes und Schönes versuchen zu errichten, am Ende wird doch sowieso davon nichts übrig bleiben. Nun ja, das kann durchaus deprimierend klingen. Für mich nicht. Denn diese Worte sprechen überhaupt nicht über unser Hier und Jetzt. Was hier und jetzt ist, dafür gilt es sehr wohl, sich einzusetzen und es in einen guten und heilen Zustand zu versetzen. Diese Mühe darf man sich geben, soll man sich geben, denn keiner weiß, wie viel Zeit ein jeder auf dieser Erde hat. Keiner weiß, wann Gott das Ende tatsächlich bestimmt hat. Und solange ich im Hier und Jetzt lebe, so lange möchte ich auch es in einem Zustand erleben, dass ich mich wohlfühle, dass es mir und meinen Nächsten gut geht, dass auch meine Nachkommen hier ein gutes Leben haben können.
Etwas anderes ist es, was danach kommt. Das wird neu sein, anders sein, perfekt sein, schön sein. Wie es tatsächlich sein wird, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann mich schon darauf freuen, dass das, was da kommen wird, mindestens genauso schön sein wird wie das, was ich kenne. An sich noch schöner. Also kein schlechter Deal. Schon hier und jetzt kann ich es schön machen und dereinst dort wird es erst recht schön sein, wofür ich noch nicht einmal etwas zu tun brauche für das dort. Heute denkt mir in besonderer Weise noch einmal an die Menschen, die im nun zu Ende gehenden Kirchenjahr verstorben sind. Aus unserer Kirchengemeinde, aus unseren Familien und Bekanntenkreisen. Und nicht zu selten spielt da auch eine gehörige Portion Trauer eine Rolle. Und manche Träne wird vergossen werden, denn es fehlt jemand. Und dieser jemand hat einen Namen und hat auf die eine oder andere Weise mein Leben mitbestimmt und geprägt. Und wenn jemand nicht mehr da ist, dann ist das durchaus traurig. Keine Frage, denn es ist ja die Frage, wie nun die Welt, das hier und jetzt noch schön sein oder werden kann, wenn da ein wichtiger Teil nicht mehr da ist. Wenn wir heute wieder Namen verlesen, machen wir uns das durchaus schmerzlich bewusst. Wie auch eine schöne Welt immer wieder von Rückschlägen und Trauer geprägt wird. Wenn wir heute wieder Namen verlesen, dann doch auch in der Hoffnung, die uns Christen ausmacht. Die Hoffnung und Vorfreude auf die Auferstehung, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und diese Namen gehören zu Menschen, die uns diesen Schritt nun schon voraus sind. Man könnte fast neidisch werden oder zumindest mit diesen Menschen sich freuen. Sie können schon Gottes Welt, Gottes neuen Himmel und Gottes neue Erde, Gottes Recht und Gerechtigkeit vollständig erleben. Der Seher Johannes hat das versucht, in einige Worte zu fassen, wie diese Welt, wie dieser neue Himmel und diese neue Erde sein werden. Da, wo Gott persönlich sichtbar ist, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt. Wie gesagt, ein Versuch, der noch nicht einmal beansprucht, eine vollständige Beschreibung zu sein. Aber ein Versuch, der andeutet, was da noch kommt, wagen wir uns noch nicht einmal in unseren kühnsten Träumen zu erträumen. So schön wird das sein, wofür wir noch nicht einmal etwas zu tun brauchen. In unserer jetzigen Welt müssen wir selbst uns für Schönheit, für Gesundheit, für Freude, für Frieden, für Gerechtigkeit einsetzen. Diese Aufgaben haben wir und die wird uns auch nicht abgenommen. Und bei allem Einsatz dafür werden wir auch viel Gutes erleben, das man gar nicht so recht gehen mag und jemand anderes schon gar nicht gern gehen lässt. Bloß auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zu vertrösten, bringt uns nicht weiter. Aber der Gedanke, dass unsere hiesige Zeit begrenzt ist, vielleicht schon, denn ich möchte es nicht nur dereinst schön haben, sondern auch schon hier und jetzt in stetiger Vorfreude, Erwartung und Bereitschaft. Ja, dieser Gedanke ist da. Und jederzeit kann die Ewigkeit auch für mich beginnen.
Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. So lasst uns beten. Gott, unser Vater im Himmel, wir preisen dein Erbarmen. Du hast mit Jesu Auferstehung eine unzerstörbare Hoffnung in die Welt gebracht. Der Tod ist überwunden. Wir können heimkehren zu dir, wenn unsere Zeit gekommen ist. Wir bitten dich für Menschen, die uns auf diesem Weg vorangegangen sind, dass sie aufgehoben sind in deiner Liebe. Wir bitten dich für alle, die nicht mehr viel Zeit haben. Stärke ihr Vertrauen. In deiner Nähe lass sie Frieden finden. Wir bitten dich für alle, die ein Ende ihrer Qual herbeisehnen. Kürze ihre Leiden, schenke ihnen deinen Beistand und Menschen, die bei ihnen wachen. Wir bitten dich für uns selbst. Öffne unsere Augen, damit wir erkennen, was wirklich wichtig ist und zum Leben hilft. Gib uns den Mut, auf das Belanglose zu verzichten, damit wir unsere Lebenszeit nicht an Beiläufiges verschwenden. Segne, was wir in deinem Namen tun. Gott, unser Vater im Himmel, wir preisen dein Erbarmen. Du hast mit Jesu Auferstehung eine unzerstörbare Hoffnung in die Welt gebracht. Du hast für uns den Tod überwunden. Darum loben wir dich mit allen, die uns in diesem Glauben vorangegangen sind. Amen. So lasst uns miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unter dem Segen Gottes gehen wir in diesen Tag, in diese Woche, in diese Zeit, in die Ewigkeit. So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.